Hallo, ihr Neugierigen. Erinnert ihr euch an den Film Barb Wire, Flucht in die Freiheit mit Pamela Anderson? Es scheint nun, dass die Schauspielerin und das Model nicht nur auf dem Bildschirm scharf sein kann, sondern sie hat auch eine scharfe Zunge. Lügner, Narzisst, Soziopath, das sind nur einige der schmeichelhaften Worte, mit denen Pamela Anderson ihren ehemaligen Partner, den französischen Fußballer Adil Rami, beschimpfte. Aber womit hat er sich das verdient? Bleibt dran, um die ganze Geschichte zu erfahren. Pamela Anderson, Model, Schauspielerin und Sozialaktivistin, die am 1. Juli 52 geworden ist, kündigte soeben auf Instagram an, dass sie nun beschloss, ihre Beziehung mit Adil Rami zu beenden. Sie ist mit dem Verteidiger der Olympischen Spiele von Marseille und der französischen Nationalmannschaft seit 2016 liiert. Aber warum gibt sie ihm den Laufpass? Der 33-Jährige sollte zugegeben haben, dass er eine parallele Beziehung mit seiner Ex-Frau führte, der Schauspielerin Sidonie Behemont, mit der er der Franzose Zwillinge hat, sein und Madi. Anderson zufolge hatte Rami sie beide angelogen und so setzte sie der Beziehung ein Ende. Allerdings war die Tatsache, dass er sie in die Irre führte, nicht der einzige Grund für den Schlussstrich. Nach Pams Aussage zufolge hatte der Fußballspieler sie auch missbraucht, sowohl körperlich als auch verbal. Seltsam ist allerdings, dass sich die Kanadierin den Missbrauch von ihrem Partner so lange gefallen ließ, obwohl sie seit geraumer Zeit mit ihrer Organisation Opfern häuslicher Gewalt hilft. Und nun, da sie schon angeblich um seinen Betrug weiß, ist er für sie nicht nur ein Lügner, Narzisst, Soziopath, untreu und gewalttätig, sondern sie nannte ihn auch heuchlerisch, denn er arbeitete mit ihr zusammen bei der National DV Hotline. Und das ist eine Agentur, die Missbrauchsopfer unterstützt. Aber die größte Anschuldigung Pamelas gegen Rami ist vielleicht das, wie sie sagte, dass der Sportler vor keiner Frau außer seiner Mutter Respekt habe. Nun, wenn er vor der Frau keinen Respekt hätte, die ihm das Leben geschenkt hat, wäre das doch wirklich der Gipfel. Aber der talentierte Verteidiger, der er doch ist, sagte, dass Pamela eine Frau sei, die er für ihre Überzeugungen sehr respektiere und dass seine Liebe zu ihr immer authentisch und aufrichtig gewesen sei. Aber obwohl er weiß, wie schwierig eine Trennung sein kann, sei er nicht damit einverstanden, dass sie Details ihres Privatlebens auf diese Weise offenlege. Außerdem machte er deutlich, dass er ihr nie untreu war und dass zwischen ihm und seiner Ex-Frau bloß eine enge und respektvolle Beziehung zum Wohle seiner beiden Kinder besteht. Schließlich versicherte er, dass er weiterhin professionell und engagiert im Kampf gegen häusliche Gewalt zusammenarbeiten würde. Übrigens, noch vor einem Jahr gab es während der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland Gerüchte, dass das Paar ihre Hochzeit geplant haben sollte. Und beim Halbfinale, als Frankreich gegen Belgien spielte, wurde Pam vor Kameras auf der Tribüne mit einem riesigen Diamantring erwischt. Dies sollte ihre vierte Ehe gewesen sein. Ja, sie war schon mit dem Schlagzeuger der Band Motley Crue, Tommy Lee, verheiratet, mit dem sie zwei Kinder, den 22-jährigen Brandon und den 21-jährigen Dylan, hat. Dann heiratete sie Kid Rock und Rick Salomon. Angeblich kam es in diesen früheren Beziehungen ebenfalls zu Situationen körperlichen und emotionalen Missbrauchs. Und nun zu euch. Was haltet ihr von dieser in alle Welt ausposaunten Trennung und davon, dass Pam die Details ihrer Beziehung öffentlich machte? Glaubt ihr, dass Pamela Anderson bewusst oder unbewusst nach Männern mit gleichen Verhaltensmustern sucht? Wir freuen uns, eure Meinung zu hören. Und vergesst nicht, unseren Channel zu abonnieren, um auf dem Laufenden zu bleiben. Bis zum nächsten Mal.